Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch ein Desktop-Publishing-Programm vorstellen. Und zwar ist dieses Programm vergleichbar mit Pages unter Mac OS X oder auch Microsoft Word unter Windows. Das Programm heißt Scribus. Scribus ist Open Source und läuft unter allen Betriebssystemen, also unter Windows, Mac OS X und natürlich unter Linux. Ich habe hier schon mal Scribus im Software Center, Ubuntu Software Center mir runtergeladen und habe hier auch schon mal ja etwas vorbereitet. Ich bin auf das Programm gestoßen, weil ich etwas vorbereiten musste, ja, und habe dann es für gut empfunden und deswegen mache ich auch hier das Video. Ich habe hier ganz normal, hier oben habe ich ein Bildfeld. Wie ihr sehen könnt, kriege ich das durch diesen Rahmen hier. Bildrahmen einfügen, da kann man sich beliebig einen Rahmen erstellen und ein Bild einfügen. Und wenn man das Bild, wenn das Bild größer ist und man will das Bild anpassen, klickt man doppelt in dem Feld und kann hier das Bild beliebig platzieren. Hier unten habe ich ein Textfeld erzeugt, genau dieses Feld nebendran. Das ist das hier, da habe ich einen Blindtext, wie ihr sehen könnt. Wenn ich doppelklicke, kann ich es editieren. Wenn ich auf den Rahmen hier gehe, kann ich mir den Rahmen anpassen, ich kann es mir breiter ziehen, kleiner machen. Und wir haben auch viele Möglichkeiten, ja, solche Standardformen einzufügen, Pfeilformen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier so, könnte man eine Form einbringen. Und durch die rechte Maustaste kommt man ins Eigenschaftenfeld und kann dann hier unter Farben, ja, sich eine beliebige Farbe aussuchen. Auch die Möglichkeit, die Linien und die Form ein bisschen zu verändern, haben wir hier den Tonwert. Aber da müsst ihr halt mal selber rumspielen. Das Programm macht richtig Spaß für mehr und läuft auch sehr stabil. Wir können ins PDF konvertieren, wir können PDF-Schaltflächen erstellen und ja, also wirklich viele, viele andere Dinge. Hier habe ich sogar so ein Herz, da gehe ich auch mal in die Eigenschaften, suche mir eine rote Farbe fürs Herz passend. Nehme mir das Herz vielleicht hier auf dieses Bild drauf, verkleinere es mir ein bisschen, ja, passe es mir hier an, so. Und vielleicht will ich ja diese Pfeilform auf den Text drauf haben, geht auch. Man hat aber auch hier die Möglichkeit zu sagen, dass dieser Text um die Form fließen soll, wie ihr sehen könnt hier. Dann seht ihr, dass ihr das mir auch hinbekommt oder eben diverse andere Möglichkeiten. Es macht also wirklich viel, viel Spaß. Man kommt relativ schnell zum Ergebnis. Ich möchte hier auch mal ein neues Dokument erstellen. Und dann seht ihr auch, dass wir hier Möglichkeiten haben, einzelne Seiten, Doppelseiten, dreifach gestaltete Seiten, vierfach gestaltete Seiten zu erstellen. Meines Wissens gibt es auch im Internet noch sehr, sehr viele andere Vorlagen, die man hier einfach einfügen kann. Mir reichen die vorgegebenen. Wenn sie euch nicht reichen, dann sucht es einfach mal, googelt einfach mal und ich bin mir sicher, ihr findet was. Hier können wir auch die Rahmenränder einstellen. Das ist wichtig, wenn man uns mal zum Druckstopp gibt, dass auch eben nicht die eigentlichen Dinge, die ersichtlich sein sollen, vom Druckstopp her weggeschnitten werden. Ich hoffe, das Video war jetzt ein informativ. Ihr benutzt vielleicht Scribus schon. Wenn ja, dann könnt ihr mir das ja mitteilen, wie euch das Programm gefällt. Ansonsten, wenn ihr es nicht gekannt habt und jetzt darauf gestoßen seid durch dieses Video, freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns.